Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Adolf möchte auch ein bisschen vor die Kamera treten. Der ist nicht so kamerascheu wie die Beos dann da, ne? Adolf, aber du bist heute nicht im Kochstudio drin, aha, oder? Nee, ne? Du bist immer bei mir. Ne? Ja, du bist immer bei mir hier. Ich schweife vom Thema ab. Kochstudio heute. Plasamlot. Ja. Plasamrot. Plasamrot, so. Ja. Das ist eigentlich nur frittierter Fisch. Und dazu kommt dann eine scharfe Soße, sagte sie dann schon. Und mit viel Chilis drin. Und da ist so eine 4-Stufen-Soße drin. Also scharf, sauer, süß und scharf, scharf, sauer, süß und salzig. Also, das machen wir heute. Weiß Bescheid. Und die Soße heißt? Ba Samlot. Die Soße kommt in Fisch. Dann scharf, bierwand, kim. Achso, das ist also schon also ja, praktisch ja, hier, heißt dann ja auf Deutsch hier scharfer Fisch oder was? Sauer. Sauer, sauer Fisch. Na ja, gut, also nicht so viel labern, Uwe. Auf geht's heute geht's Fisch. Ja, beide. Beide. Swadika, hallo, guten Tag. Heute von Panam Kochstudio Basamrot. Panin, ja. Panin gibt's heute. Basamrot, man hat sauer, scharf, sweet, ja. Alles zusammen. Ja. Jetzt weiß Bescheid. Also, frisch aus dem Teich, einer groß, einer klein. Mutter und Kinder. Echt? Die machen wir zusammen? Mhm. Also gut. Also, Fisch haben wir schon mal. Was ist das hier wieder? Makam. Makam, Tamarinden. Ja. Hier, das ist klar, das sind Chilis. Das ist Knoblauch. Paprika. Und? Ja. Und Chihom. Ja. Chihom Koriander. Koriander. Das dürfte Paprika sein, ja, würde ja ich sagen. Und was haben wir noch drin? Koriander. Koriander noch. Na gut. Knoblauch, dann Chili. Richtig. Nicht so sparsam mit sein, dass mir nachher wieder schön der Schweiß runterläuft dann hier. Dann warten, kommt gleich, okay. So, hier dünstet schon schön der Reis vor sich hin. Nein, für Papa. Ja, klar. So sieht das jetzt aus. Dam, dam, dam. Der Fisch. Salz. Salz ist klar. Schöne dicke Kruste wieder Salz drauf machen. Und warum macht man den Teil, den man jetzt so einschneiden? Für die Oidui. In Deutschland macht man das nämlich nicht so. Für Oidui. Mhm. Für Hübsche. Für Oidui. In Deutschland macht man die mal komplett ohne Schneiden. Hübsche. Aber hier macht man immer mit Streifen schneiden. Hm. Na gut, geht das Salz auf jeden Fall tiefer ein. Und? Dann? Ui, du bist ja schnell hier da. Was ist das? Öl oder? Oi. Ah, die werden also jetzt frittiert. Ja. Frittierter Fisch, oder muss ich ein bisschen weggehen hier? So, hallo. Noch nicht. Noch nicht, dann ein bisschen warten. Checker. Ja, Checker. So. Und dann? Da, hab gesehen. Ja. Ach so kann man das da jetzt prüfen. Ja, was die Hausfrau alles weiß hätte. Oder? Die Chefköchin. Oder? Die Thai. Probier mal. Geht doch. Kopf. Probier mal. Jawohl. Kopf nahe und fettig. Ja. Und der Dicken? Warte. Wow. Ich stehe auf dem Markt. Und wie lange braucht er jetzt? Kleine, nicht so kleine, groß, ja, nicht so lang. 15 Minuten. Ne? 15 Minuten? Ja, ich will. Bist du sicher? Ja. Also okay, gut, okay, ich werde checken hier. Ich check mal. Ja. Ah, mein Schatz, 5 Minuten jetzt, guck mal. Guck mal. Aber ich will ein bisschen mehr dunkeln. Ja. Aber warten, Sekunden. Ach so, du machst dann jetzt nochmal rein. Ja, komm gleich. Mehr knusprig dran. Richtig. Okay. Ah, der braucht jetzt ein bisschen länger. Ja, okay, der braucht jetzt ein bisschen länger. Habe ich zu viel Fett drin hier, du? Schneller hochkommt hier.
Doch mal andere Pfanne jetzt geholt, ne? Ah, ja, ja. Bisschen Öl mit weniger und. Ja, kannst du auch ein bisschen hier nochmal nachmachen, mach. Ein bisschen nochmal nachmachen, wenn der Schaum mit weg ist dann. Der braucht jetzt bestimmt länger, ne? Gut, dann mache ich weiter mit die Soße jetzt. Pass auf hier. Ist das Soße? Ja. Oh. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen jetzt mit dem Dampf hier. Bei den Chilis und Knoblauch drin. Jawohl, da ist Leben in der Bude. Boah. Oh, da muss er mal rausgehen. Du. Wahnsinn. So, also, mal einen Blick hier, ne? Mal einen Blick schweifen lassen hier. Gestern Abend hat es geregnet. Und ja, ne, also war schon ordentliches Gewitter hier. Aber alles im normalen Bereich, ne? Sieht nach Regen aus wieder. Aber nichts Gravierendes, konnte auch nichts aufnehmen. Von wegen hier, was machen hinten die Überläufe da, ne? Das ist alles noch nicht getestet, weil noch nicht so viel Regen dann da ist, ne? Also jetzt bisschen Wasser, bisschen Zucker habe ich jetzt nicht drauf genommen. Ja. Ja, schon eine Hexenküche wieder. Wahnsinn. Hat Papa das wieder so bestellt? Ja. Ich habe auch jetzt gesagt, fahr mal rein, Chilis. Ne? Er ist immer gefährlich hier. Da muss man nicht so viel dann von dicken, ne, hier mitnehmen. Dann? Ach, hier Makam. Der. Makam, wie der Tamarinden. Oh, dann wird es wieder sauer. Ja, das ist sauer. Scharf. Ja. Scharf mit sauer alles. Achso, geht nur der mit Saft dann. Ja. Das dicke nicht. Okay. Umdrehen-Check. Okay. Einmal zwei. So, jetzt hier noch Paprika hinterher. Gut. Salz. Ein bisschen Salz noch. Okay. Was fehlt noch an der Soße? Sie war nicht zufrieden. Sie war nicht zufrieden. Sagt, nein, da fehlt noch. Fischsoße. Ja, sicher. Pilzsoße? Nee, Soja. Soja. Farbe. Ja. Pilzsoße dick, Pilzsoße dünn? Noch nicht, warte. Heute nicht. Doch. Doch. Kommt noch. Kommt noch. Okay. Probieren Sie. Das ist scharf. Okay. Dann warten. Okay, warten. Menü? Bisschen Zucker. Super. War da nicht schon Kokoszucker drin? Doch, aber man nicht ganz so. Mein Gott, viel Soße dick. Heute echt alles da, was die Teigküche zu bieten hat hier. Okay. Kommt hinein, du. Was für ein Süßchen. Sag doch mal den Namen von der Soße. Basamlot. Samlot. Basamlot. Chab. Ja. Sauer. Ja. Bisschen Kim. Sweet. Alles drin. Oh mein Bruder. So, was sagt die Chefkönigin? Gut lecker, ne? Gut lecker. Okay. Der Fisch ist jetzt 17 Minuten drin. Die Kleine hat es nochmal hinterher. Die Kleine kam auch so. Mit dem Stang. Gut. Mhm. Ja, eine Frage. Also, jetzt bin ich gerade am Gucken da. Was esst ihr denn? Ich esse den mit Dicken da und dann bleiben ja nur noch 1, 2, 3 übrig da und ihr müsst dann den kleinen essen. Oh. Den kleinen Fisch. Du isst ihn, ne? Nee, ich esse die dicke Fisch.
Da, weil ich muss da wachsen. Ja. Ganz schön. Ne? Minuten. Der Dicke. Und die Soße scharf, das sage ich schon. Full scharf, also das ist etwas ganz Besonderes. Ich mach nicht auf den Fisch drauf, doch. Das kann ich gar nicht essen, Schatz. Das kann ich gar nicht essen, mein Schatz. Sicher? Ja, sicher. Um Gottes Willen, mach das ja später. Und zwar ich hier, okay. Hier gleich, wir probieren da und mir läuft der Schweiß wieder die Kimme nahe hier. Okay. Ehrlich, du. Ich weiß das doch. Die wollte eigentlich schön mit drüber hauen da, ne? Ja, warte. Genau, lieber ein bisschen dippen. Die Memme. Wer? Wer ist das denn? Ja, also ich habe ja schon öfters hier mal... Oh, ja, genau so muss er aussehen. Jawohl, ganz genau so muss er aussehen. Wahnsinn. Also so soll er aussehen. So. Ich bin ja mal ein bisschen vorsichtiger. Mach mal nur mit Dippen hier. So, Kinder. Fisch ist ja klar. Fisch, ne? Fisch kennt man, das ist klar. Das ist gar kein Thema. Oh, heiß. Oh, heiß. Oh, heiß. Fisch ist klar. Du hast ein bisschen abgemacht, oder du, Schatzi? Du kannst schneiden, nein. Ist auf jeden Fall durch, ne? Ja. Mhm, ja. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf mit der Soße hier. Ich habe gesagt dippen. Das war vollkommen richtig. Also da reicht das schon mit jetzt ein Tropfen dran hier. Echt nur. Extrem scharf. Wirklich mal. Nicht für verlangen. Nicht für jetzt verlangen. Das kannst du so als jetzt verlangen. Kannst du den Fisch nicht mehr essen. Geht nicht mehr. Ist aus. Ne? Also dann sagst du auch nein. Ich muss passen. Das ist einfach zu viel. Die Frage, ne? Leute, scharf und nicht scharf. Oh, das ist zu viel, ehrlich. Ne? Sonst, hervorragend. Und ein Tröpfchen von der Soße reicht dann. Ne? Also brauchst du nicht Löffel frei zu machen. Das brauchst du nicht mehr. Sehr lecker. Ein Lob an die Köchin. Passt auch mit der Soße und dann passt es auch. Die muss uns sagen, bitte nicht scharf. Ja, wenn du in Thailand bist, ist ja sowieso klar. Sagte ich ja schon viele Male, wenn du in Thailand bist in irgendeines Restaurant und man fragt dich, willst du scharf haben? Ne? Sag niemals, ich will scharf haben. Geht nicht, ne? Also dann hast du verloren. Ne? Also immer sagen, nicht scharf. My pet. Dann hast du das essbar. Ne? So. Also, ich würde sagen, das war's für heute. Jemanden denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Ein Lob an die Köchin. Ein Lob an mich auch, dass ich so schlau war und habe gesagt, nicht den Fisch da voll kippen mit der Soße. Und das war's für heute. Abo-Button unten rechts, auch im Kochstudio nicht vergessen. Seid immer auf dem Laufenden, was in Thailand ist. Und tschüssle. Tschüss, Leha, wo der Erlöser wurde, wie der Ruhe geöffnet ist. Und tschüss, Leha. Und tschüss, Leha, ciao. Tschüss.